auf dem Bett. Lesen wir uns durch. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Don't Knock Twice. Wir starten an eben gleicher Stelle wie am Ende des letzten Videos. Wir sind da ein bisschen rumgegurkt. Wir haben, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht allzu viel gemacht im letzten Video. Viel Zeit habe ich damit verbracht, mich an die Steuerung hier zu gewöhnen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich bis jetzt noch nicht an sie gewöhnt bin. Ja, was willst du da machen? Auf jeden Fall haben wir jetzt am Ende des letzten Videos da oben beobachtet, dass da wohl unsere Fräulein Tochter drin ist in dem Haus und ja, uns hier beschuldigt hat, wir würden sie ja eh wieder allein lassen. Wir seien ja nur so eine dreckige Hure. Ja, also eigentlich alles in allem wunderschön. Was ich hier noch so ein bisschen vermisse ist, ich will jetzt auch nicht hier irgendwelche falschen Tasten drücken. Ah, aber so kann ich sowas, was ein bisschen weiter weg liegt, aufheben. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, welche X. Das müsste Dreiecktaste sein. Kann ich Sachen, die weiter weg liegen, aufheben, ohne mich jetzt da irgendwie zu bücken. Das ist eigentlich ganz cool, wiederum. Ja, das finde ich in Ordnung. Ich muss es wahrscheinlich dann nur im richtigen Moment erkennen, dass ich das vielleicht machen muss. Also, irgendwas sagt mir, dass ich da hoch muss, eben da, wo die junge Dame eben war. Aber ich bin ja eigentlich erst aus dem Haus da rausgekommen, aus der Tür gegenüber. Vielleicht. Also hier kann ich schon mal nicht rein. Vielleicht. Ja, vielleicht muss ich dann da doch einfach wieder zurück. Die langsame Drehung, die ich hier vollführe, das habe ich im letzten Video schon erwähnt, dass. Wenn ich also eine smoothe Drehung hier haben will, so wie jetzt, dann geht das halt leider nur so langsam. Ansonsten könnte ich immer nur so ruckelweise mich hier drehen. Und das finde ich dann auch nicht schön. Das ist auch zu. Also man muss definitiv den einen oder anderen Nachteil hier verkraften, wenn man etwas realistischer spielen will. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier weiterkomme. Muss ich da vielleicht hochklettern an diesen Ranken? Wo muss ich die, irgendwas wegnehmen? Ich muss da hoch. Da hoch muss ich. Auf dem Handy ist nichts Neues, oder? Nee, das haben wir am Ende des letzten Videos gelesen. Vielleicht muss ich erstmal mit X bestätigen, damit das Spiel weiß, dass ich das gelesen habe. Und dann wird wieder irgendwas getriggert. Nö. Also diese Tür ist zu. Jene da drüben ist zu. Ich probiere es jetzt nochmal an dem Tor. Welches eigentlich auch zu ist. Da war mal ein Basketballkorb oder so. Ah, jetzt ist hier auf. Das ist sehr interessant. Ja, ich würde mich gerne vorwärts bewegen. Hallo. So. Alter Verwalter. Ah ja, da geht's da auch rein. Also die Steuerung, die wird nicht mein Freund. Da bin ich überzeugt von. Hier waren wir vorher schon mal. Also ist noch unser Licht an, das wir überall angemacht haben. Da kommt ein Bild rumgeflogen. Okay. Also ich bin einen kurzen Moment so etwas Ähnliches wie erschrocken, aber auch nicht wirklich. Ach, jetzt gehen ja die Lichter aus. Oh, meine Kerze auch. Das ist doof. Ne? Das möchte ich vielleicht gar nicht. Vielleicht gehe ich wieder zum Kamin. Der wäre, glaube ich, da drin. Wenn es den noch gibt. Wenn ich da überhaupt noch reinkomme. Ja, ja. Geh auf. Ah, jetzt muss ich hier ziehen. Ha, servus. Wie ist denn eine Gesundheit? Oh, diese haben sich hier die Bilder etwas verändert. Da ist irgendwas auf dem Boden vor dem Kamin. Da
da ist etwas, was da vorher nicht war. Ich guck's mir gleich an. Ja, das ist irgendwas. Ne? Klopferei geht mir nach wie vor auf den Sack. Ah, Kerzchen, geh an. Kerze. Jetzt. Also es stellt sich gerade so was wie eine beklemmende Stimmung hier ein. Und jetzt die Steuerung. Wenn ich jetzt die Steuerung irgendwann noch intus habe, dann sieht das hier vielleicht auch nicht so robotermäßig aus. Aber ich glaube, bei dieser etwas über eine Stunde Spielzeit, die das Spiel übrigens haben soll, glaube ich nicht, dass das passiert. Da liegt ein Telegramm. Sollen wir das mal anschauen? Das ist, glaube ich, nicht interessant. Wäre jetzt auch X da gestanden. Hallo, gut. Das war es ja mal soweit. Da haben sich die Bilder verändert, wie gesagt. Da hinten weiß ich nicht. Ich denke aber auch, es gibt jetzt hier andere Dinge zu tun, als sich Bilder anzuschauen. Ich werde zunächst erstmal wieder die Kerzen. Oh. Die Kerzen entzünden. Ich glaube, das ist nur. Ich glaube, das ist eine Art. Wie soll ich sagen? Kapitelaufgabe oder so. Mach immer erstmal alle Kerzen an. Und ich glaube, man erkennt auch eventuell daran, also sollte das Spiel in Kapitel unterteilt sein, das weiß ich jetzt gerade leider nicht mal. Was ist jetzt los? Ich bin jetzt in die Wand reingelaufen. Ja, die alte Frau blutet ein bisschen, ne? Okay. Vielleicht muss ich mir auch angewöhnen mit dieser Kerze einfach den hier zu machen. Ja, das wird sich mit der Zeit eventuell einstellen. Wie gesagt, eine knappe Stunde, etwas über eine Stunde Spielzeit. Da wird sich jetzt. Da werde ich jetzt hier nicht zum Profi werden, was die Steuerung angeht. Na. Ja, also tatsächlich hätten sie sich da, ohne dass ich mich jetzt übermäßig beschweren will, da was Besseres einfallen lassen können. Aber war vielleicht auch, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, als das Spiel gemacht wurde, es ist ja jetzt auch schon etwas älter, war das einfach noch nicht so durchdacht. Da hat man vielleicht auch noch nicht mit Move-Controllern gedacht, sondern immer noch mit einem stinknormalen Controller oder mit Tastatur, keine Ahnung. So, also jetzt sieht so aus, als müssten wir da lang. Hallo. Das ist auch nicht schlecht, um Türen zu öffnen. Warum mache ich das denn nicht gleich so? So. Das ist offensichtlich eine große Eingangstür oder eine größere Eingangstür zumindest. So. Yamahi. Ja, wir wollen ja kein Copyright hier verletzen oder sonst was. Da liegt wieder was zum Lesen. Ich muss erstmal wieder die Taste finden, mit der ich mich nach links drehe. Another child goes missing. Kann ich das? Ja. Weiß ich, wie heißt das? Bridgend. Bridgend Insider. Ist das der Ort hier? Bridgend? Ich weiß es nicht. 12. Oktober 2016. Ein weiteres Kind vermisst. Ein örtlicher Junge ist einer von mehreren in der letzten Woche verschwunden gegangenen Kinder. Man sah ihn zuletzt, als er mit seinen Freunden Klingelstreiche vollführte. Siehe Seite 19. Ist das Seite 19? Nö, aber vielleicht muss ich Seite 19 noch finden. Okay, hier sind auf jeden Fall wieder so Spuren am Boden. Wir haben ja vorher... Aha, okay.
Wir haben ja vorher gesehen, dass da vor dem Kamin was war. Offensichtlich scheint sich dieses Wesen auf allen Vieren mehr oder weniger zu bewegen. Hier Fußabdrücke, da Handabdrücke. Blut. Also im Prinzip ganz normal. Ja. Ich habe natürlich wieder meinen Suchzwang. Wer meine Let's Plays kennt, der weiß, in solchen Spielen, ich gucke mich immer gern ganz genau um. Das ist eine Motte oder ein Schmetterling oder Falter oder sonst was. Warum der jetzt hier rumflattert, das weiß kein Mensch. Hinter dieser Tür wird die Antwort nicht sein. Ja, das mit dem Drehen ist immer noch so eine Sache. Ich denke, ich gehe jetzt auch mal die Treppe hoch. Die Spuren führen ja auch eindeutig dahin, nicht wahr? Deswegen, warum nicht? Jetzt führen sie an der Wand entlang. Was? Was ist das denn jetzt? Ist das normal so? Wie ich mich jetzt da... Ah ja, okay, das ist auch so eine Art automatische Teleportation, das kann ich leider nicht ändern. Das Spiel will nicht, dass ich hier um die Ecke gehe. Es teleportiert mich direkt hier hoch. Na, warum auch nicht, ist ja egal. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. So, wollen wir mal weiterschauen hier. Vielleicht ist ja sogar schon hier die nächste Tür offen. Ich habe es gewusst. Natürlich nicht. Da liegt ein Zettel. Methadon. Ist das nicht, ich weiß nicht genau, ist das nicht ein starkes Beruhigungsmittel? Weiß nicht, Verschreibung Methadon. Die Tablette mit mindestens 300 Milliliter Wasser, Orangensaft oder anderen alkoholfreien Zitrusgetränken auflösen. Lassen Sie die Tablette nicht komplett in der Flüssigkeit verteilen und dann sofort austrinken. Aber was macht das Zeug? Methadon. Ich glaube, das ist ein Beruhigungsmittel. Kann ich Schubladen öffnen? Wenn ja, ich hoffe, ich muss das nicht tun. Dass ich hier noch irgendwelche Sachen finden muss. Nein, Gott sei Dank. Also je weniger man aufmachen kann, desto weniger könnt ihr euch auch denken, werde ich aufmachen. Oder zu versuchen, werde ich versuchen aufzumachen. Sollte es dem tatsächlich so sein, dass alle Schubladen grundsätzlich vom Öffnen ausgeschlossen sind, dann werde ich das hier ruckzuck durchhaben. Andernfalls müsste ich hier sämtliche Schubladen durchsuchen nach irgendwelchen sinnvollen Gegenständen, wobei ich ja noch nicht mal weiß, ob man hier irgendwelche Gegenstände wirklich braucht. Da braucht man definitiv einen Schlüssel. Ja, Türen, also hier geht grundsätzlich erstmal nichts auf. Da werde ich nach dem Schlüssel schauen müssen. Da liegt wieder was. Missing Child. Vermisstes Kind. Ein 9-jähriger Junge. Höhe, also Größe 1,50, Haarfarbe braun. Vermisst seit Montag, den 10. Oktober 2016. Er trug einen dunkelroten Pullover über weißem T-Shirt, blaue Jeans mit weißen Turnschuhen. Ich höre was im Hintergrund. Bei jeglichem Hinweis bitte folgende Nummer anrufen. 03220881, bla 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 bla. Habe ich die jetzt gespeichert? Nein. Okay, wir gehen mal weiter. Ist das da drüben lesbar? Also es flackert zumindest mal nicht auf. Na, also nehmen kann ich's. Aber irgendwas mit X da lesbar machen kann ich nicht. Hey, dann sag mir, was ist denn dieses Haus, Alter? Da drin scheint ein Feuerchen zu brennen im Kamin. Ich mache erstmal alle Kerzen an hier, ne? Dazu muss ich die natürlich mitnehmen.
So. Aha. Wieder was zu lesen da drüben. Ein riesiges Tor im zweiten Stock. Was hat er denn das hier zu suchen? So, was haben wir da? Tagebuch von Jess, 16. Oktober 2016. Wenn nur Ben hier wäre, ohne ihn ist alles anders. Er war meine Stütze bei allem und so hilfreich beim Sorgerechtsstreit um Chloe. Er hatte recht, als er meinte, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können und es ist nur wichtig, dass ich jetzt das Richtige tue. Das Schlimmste daran, Mutter zu sein, sind nicht die Nächte ohne Schlaf, es ist die Liebe, die man empfindet und keiner bereitet einen darauf vor. Ich liebte Chloe seit der Geburt, selbst wenn ich unter Drogen war, als ich sie weggegeben habe, als ich Welten von ihr entfernt war und ich liebe sie jetzt. Sie gehört mir und ich werde es nicht zulassen, dass sie mir jemand wieder wegnimmt. In Ordnung. Servus. Und sie? Also sie, Tür, sie? Noch nicht, okay. Dann werden wir wohl zu jener Tür zurückgehen, die hinter der offensichtlich ein Feuer brannte. Wo sind die nochmal? Müsste die da vorne links sein. Ist das richtig, dass hier gar nichts mehr auf den Bildern ist? War da nicht eben noch was? Warum läuft er jetzt wieder dahin? Ein Feuerchen. Hallo, Feuerchen. Schade. Vorher hat es noch funktioniert, hier die Tür so zu öffnen. So. Da liegt was auf dem Bett. Lesen wir uns durch. Alles klar. Tür zu. Sollen wir unter Bett verstecken oder so? Ist jetzt wieder aufgegangen? Irgendeine Tür hat geknarrt. Ich wette auch, wenn man da zum Fenster rausguckt, dann sieht man da unten jemanden stehen. Das ist aber auch... Also ich bin tatsächlich doch immer noch ein bisschen, also vom Verhältnis her, das Größenverhältnis des Menschen, den man hier spielt, zu dem Rest davon ist ein bisschen untersetzt, also. Aber ein Stückchen größer wäre ich wieder zu groß, dann komme ich wieder nicht an die Sachen ran, die auf Tischen und Stühlen liegen. Was soll denn da stehen? Ich war drogensüchtig und ich hasse diesen Ausdruck. Aber es ist wahr. Als es sehr schlimm war, dachte ich, dass es dir mit jemand anderem besser gehen würde. Ich wollte dich früher zurückholen, aber es wurde mir verboten. Sie sagten, ich sei nicht bereit, aber jetzt bin ich es. Chloe, ich liebe dich. Gut. Dann lesen wir noch das, was auf dem Bett liegt. So. Tagebuch von Chloe, 31. Oktober 2016. Ich hatte einen Traum, nachdem ich letzte Nacht mit dem ganzen rituellen Zeug herumgespielt habe. Ah, ja, man spielt ja auch gerne mit als 16-jähriges Mädchen oder wie alt sie auch immer ist, weiß ich nicht mehr, mit rituellem Zeug rum. Es war weniger ein Traum, mehr wie das Durchleben einer Erinnerung. Diese schreckliche Tür tauchte vor mir auf. Sie hatte diesen Ziegenkopf, der mir Angst machte. Die verlorenen Kinder, wird das wohl heißen, genau die aus den Nachrichten standen da vor der Tür. Und ich schrie, klopft nicht an die Tür. Zwei laute Klopfe und ich erwachte in kaltem Schweiß. Ich weiß, es ist nur ein Traum und Baba Yaga ist Schwachsinn, aber es wirkte so real. Okay, jetzt bin ich davon ausgegangen, dass das hier gleich hier abgeht. Aber es geht tatsächlich scheinbar da draußen ab, sehe ich gerade.
Jetzt drehe ich mal ganz langsam und smooth hier rum und probiere mal hier irgendwie loszukommen. Ja, da hängt ein Käfig. Jetzt ist der Käfig weg. Ach, diese Dreherei hier, die ist ja echt... Also wirklich, es tut mir leid, dass ich mich so ausdrücken muss, aber die Steuerung ist scheiße. Ja, jetzt ist der Käfig da weg. Das ist super. Was mache ich jetzt mit der Information, dass da ein Käfig war? Ich werde mich mal schnell im Pausenmenü noch ein Stückchen größer machen, also... Moment. Ja, jetzt lassen wir es ruhig machen. Dann wären wir nie fertig. So, hast du hier irgendwas? Tuck, 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 tuck. Nee. Nö. Also, da haben wir eine Tür. Vielleicht geht da was. Da liegt auf alle Fälle noch was auf dem Tisch. Ich komme nicht an der Bettdecke vorbei. Oh, ein Foto. Jess und Chloe. Aber da ist nur... Ich nehme an, das ist Chloe drauf. Oder ich weiß nicht. Wer ist hier Tochter und wer ist Mutter? Ich habe es noch nicht verstanden. Vielleicht mit dem nächsten Zettel, den ich finde. Ah, die geht. Hallo. Ja, wie ist denn das hier mit Rückwärtslaufen? Gibt es da die Möglichkeit? Das wäre so einfach jetzt. Das wäre so toll, wenn ich einfach nur rückwärts laufen könnte. Einen Schritt rückwärts machen könnte. Aber nein, ich muss mich erst drehen, dann zurücklaufen, dann wieder drehen, dann wieder an die Tür laufen. Oh, guck mal, da ist was. Oh, hallo. Oh, was ist denn passiert? Was zum Teufel ist hier los? Ist da noch jemand? Was? Noch jemand? Wie meinst du das? Ach Gott. Da lass ja vor Schreck den Katzenständer fallen. Also hier sind jetzt Sachen rumgeflogen, tolle Wurst. Die Matroschka ist mir auf den Boden gefallen. Dann hat sie irgendwas gemacht. Ich weiß aber nicht was. Kerze ist wieder aus. Ich nehme an... Geht denn jetzt diese Tür hier bitte auf? Ist denn was passiert hier? Ach. Ach, wieder runtergefallen. Klasse. Da ist die Tür wieder auf. Supi. Hängt wieder was draußen? Also ich nehme an, ich muss da wieder raus. Hier ist noch ein Schrank. Vielleicht? Nee. Nee, also da scheint jetzt also wirklich nichts aufzugehen, was nicht im Spiel auch aufgehen muss. Also das vereinfacht die Sache tatsächlich. Da brauche ich mir eigentlich keine Gedanken machen. Mhm. Ja, also auch das Laufen ist relativ interessant hier, wenn man dann plötzlich doch seitlich läuft. So wie jetzt. Ah, ich habe einen Steuerungstrick rausgefunden. Ja, kurz von der Bewegungstaste runter, dann in die Richtung gucken, in die man will, und dann geht das ab wie Schnitzel. Ja, Wunderbärchen. Das sollte ich mal vorher sehen. Das ist jetzt eine Wand, eine verbrannte. Da war auch gerade eine Tür. Ja. Also das macht die Steuerung jetzt natürlich doch ein bisschen einfacher. Also das hätte ich natürlich wissen sollen.
Bisschen brauche ich leider den Controller auch noch dazu, weil ich kann mich, also ich, irgendwann breche ich mir das Rückgrat, wenn ich mich weiter drehe. Jetzt ist das hier auf. Oh, das sieht gruselig aus dahinter. Sollen wir das im nächsten Video machen? Ich glaube, wir machen das im nächsten Video. Ja, genau. Weißt du jetzt auch natürlich mal wieder nicht, wie lang dieses Video schon ist, weil ich bin unter der Haube hier. Ich sehe das nicht. Ich kann nicht auf die Uhr gucken. Tut mir sehr leid. Also gut, dann soll es das für das Video mal hier gewesen sein. Ich würde mich freuen, auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und freue mich schon drauf. Also dann bis zum nächsten Video und tschüss.